Hallo, ich sitze heute hier mit Triebwerk 1 von Rakete. So ist es. Und ich habe keinen Sprachfehler, die Band nennt sich so. Warum, das sagt uns der Julian vielleicht gleich. Ja, wer, was ist Rakete? Wer sind Rakete? Was seid ihr für eine Art von Band, von Künstlern? Was müssen wir definitiv über Rakete wissen? Ihr müsst wissen. Man muss ja eigentlich gar nichts wissen, aber man muss sich das vielleicht nur mal anhören. Das ist auf jeden Fall das, wäre mir auf jeden Fall das, was mir am meisten am Herzen liegt, wenn man sich mal einfach Rakete bei Spotify oder bei YouTube irgendwie da reinhackt und sich mal anhört. Ansonsten muss man wahrscheinlich nur wissen, dass es eine, oder wenn man möchte, kann man wissen, dass es eine Band ist, die Elektro, Hip-Hop und Pop eigentlich so zu so einem verbindet. Leichter kann ich es kaum ausdrücken, weil es echt ziemlich vieles gekreuzt ist. Da ist ein bisschen Hip-Hop drin, ein bisschen Reggae auch und so weiter. Ja, und das reicht auch fürs Erste. Ihr seid zu viert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, wir sind zu viert, haben jetzt gerade unser zweites Album rausgebracht. Richtig, und es geht mir gut. So heißt es, genau. Wenn ich auch wieder richtig informiert bin, kommt es jetzt auch am 24. raus, oder ist es genau schon raus? Am 24. genau. 24. Man kann zwei Songs jetzt schon hören bei Spotify. Ja, und am 24. kommt dann das ganze Album. Ja, und auch als Video nimmst du mich mit, ist glaube ich jetzt ganz neu, als Lyrikvideo. Genau. Schön zum Mitsingen. Und mein schönster Tag in deinem Leben. Richtig, genau. Gott, ich bin so gut informiert. Erzähl uns mehr über eure Musik. Wer schreibt Musik? Wer schreibt Texte, wie läuft das alles demokratisch oder prügelt ihr euch auch mal um die Songs auf dem Album? Das darf auf keinen Fall demokratisch verlaufen. Das würde ja bedeuten, dass das irgendwie Konsensmusik wäre. Nee, na klar, gibt es gewisse Absprachen. Das ist ja auch eine Band, das ist kein Kollektiv von Einzelkünstlern. Deswegen, manchmal geht man tatsächlich Kompromisse ein, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, dass die Idee so ein bisschen der Diktator ist bei dem Ganzen. Wer mit einer Idee ankommt und eine klare Vision davon hat, der kann sich natürlich andere Vorschläge anhören, aber der hat natürlich irgendwie auch da schon so ein bisschen so eine Vorreiterstellung oder so die Oberhand, sagen wir mal. Ansonsten aber, ja, oder man kann sagen, das sind im Großen und Ganzen meistens entweder ich bin leider auch der Hauptschuldige für die Texte. Das heißt, wenn da irgendwas nicht gefällt, fällt das allein auf mich zurück. Ansonsten die Musik, die entsteht meistens, also entweder komme ich mit einer Idee an, ne, und dann sagt mein Kompagnon und Produzent, warte mal, ich mache da mal was. Oder es kommt auch schon mal vor, dass der einen Beat hat, ne, und dass man so Hip-Hop-mäßig da eigentlich rangeht und dann sagt, man betextet und besingt sozusagen einen Beat. Das kann auch vorkommen. Ja. Schreit da ein Baby im Hintergrund, oder? Ja, da schreit tatsächlich meine Tochter gerade im Hintergrund. Ich habe mich gerade schon etwas gewundert, okay. Falls du losrennen musst, um dich um sie zu kümmern, können wir kurz warten. Nein. Nee, alles gut. Worum geht's in euren Songs? Ich habe vorhin nochmal nachgelesen, da war irgendwas mit Kaff und Tristesse und so ganz habe ich es noch nicht. Du kommst aus einem Kaff oder? Ach so, du hast wahrscheinlich den Pressetext gelesen. Der ist natürlich ziemlich wortgewaltig. Etwas. Ja. Da ging es, glaube ich, um mein schönster Tag in deinem Leben, oder? Ich glaube, da ging es dann wahrscheinlich, wenn es ums Kaff ging, dann geht es wahrscheinlich um den Song Nimmst du mich mit? Doch, der andere, genau. Genau, der behandelt das so ein bisschen. Jetzt kann man aber nicht sagen, dass es ein Leitthema ist. Man kann auch nicht sagen, dass es, so wie der erste Song, den wir rausgebracht haben, mein schönster Tag in deinem Leben, dass es nur politisch ist. Also weder das eine noch nur das andere. Aber eins am anderen. Also der Kaff-Song geht tatsächlich darum. Also ich bin groß geworden im Kaff. Mein Kompagnon und Mitschreiber, der Affe übrigens ist sein Spitzname, also falls du dich gleich wunderst, es ist kein zoologischer Begriff, der kommt auch aus Österreich, aus der Steiermark, da in so einem kleinen Dorf, und der konnte sich da gut reinempfinden mit. Ja, und darum geht es so ein bisschen. Es geht da, ja,
Ja, weiß ich jetzt erstmal noch nicht mehr zu sagen. Okay, also Muss man man sich kann, anhören. genau, also das sowieso, aber man kann sagen, es ist zum Teil auch autobiografisch. Es ist nicht nur Auf jeden politisch, Fall, nicht nur. irgendwie, man kann das Autobiografische ja gar nicht sein lassen. Ne? Irgendwie schreibt man ja immer, selbst wenn man versucht, außerhalb seiner Box irgendwie zu denken, dann impliziert das ja auch schon wieder, was die eigene Box so alles ist. Insofern, also man kommt eh aus seinem Kopf und seinem Hirn nicht raus. Insofern sind das immer so, selbst wenn es ausgedachte St Geschichten sind, sind das immer so Mosaiksteinchen, die irgendwie aus dem eigenen Leben halt am Ende doch kommen. Okay. Klar. Ich weiß nicht, ob du sehr online-affin bist oder überhaupt die Band. Gibt es da irgendwas, was für euch, für dich im Moment das Coolste ist, was es online gibt? Irgendeine Webseite, ein Spiel? Was heißt das Coolste? Also für mich irgendwie so das Kryptischste ist für mich auf jeden Fall Snapchat. Ich sehe die ganzen jungen Leute irgendwie damit abgehen wie Sau. Ist das Und jetzt noch ich, so? ja, also du, das kann ich dir so schlecht beantworten. Ich bin nämlich tatsächlich, was das angeht, gar nicht besonders up to date. Ich bin noch nicht mal besonders Facebook-affin irgendwie, sondern es gibt natürlich Leute, die kümmern sich drum und es kommen auch immer wieder irgendwelche Anfragen oder irgendwie sowas, aber das wird mir dann meistens zugetragen. Also ich bin dann nicht so der Online-Mensch. Ich schreibe halt eigentlich, ich befasse mich tatsächlich fast nur mit dem Kerngeschäft, also Musik. Musik, ja, so soll es ja auch sein. Nein, nur Sonst um was. dich ein bisschen zu updaten. Ich glaube, seit Instagram auch Stories hat, gibt Snapchat nicht mehr so viel her, aber das ist dann für dich auch egal. Gibt es denn irgendwelche Fan-Momente? Gute, schlechte, verrückte? Na klar, die gibt es immer wieder. Also jetzt im Moment zum Beispiel haben wir es so, dass sich unsere Österreich-Tour, die jetzt ansteht, ganz toll verkauft. Und der Vorverkauf läuft gerade echt gut. Und das ist was uns natürlich wahnsinnig freut dann immer, weil wenn man so eine Platte 3 Jahre lang macht, dann fragt man sich irgendwann, ob das eigentlich noch irgendeine Sau interessiert, weil 3 Jahre natürlich auch keine so kurze Zeit sind für die Popwelt. Kommt auf die Qualität an, würde ich sagen. Wahrscheinlich, aber ich bin deswegen natürlich umso froh, dass da noch jemand ist, der uns noch auf dem Zettel hat. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein aktueller. Und ansonsten gibt es, aber du meinst mit Fans, ne? Oder mit. Weiß ich nicht. Ja, natürlich mit Fans, aber online oder in real oder gibt es irgendwas Ausgefallenes, was auf der Bühne passiert ist, was Peinliches, was Lustiges? Gibt's? Ach nö, also bis jetzt muss man sogar sagen, ist es ausgesprochen ruhig. Wir haben sogar, vielleicht ist es sogar gar nicht so gut, dass wir noch gar keine so richtige Ablehnung auch erfahren haben. Normalerweise entlädt sich die ja immer im Netz, weißt du, so kommentarmäßig ballern die Leute ja doch ein bisschen krasser, als wenn sie mit einem so face-to-face reden würden. Aber bis jetzt ist es noch relativ gefällig anscheinend. Vielleicht müssen wir wieder ein bisschen eckigere Musik schreiben. Hör ich daraus, dass dir negative Kritik fast lieber ist als immer nur positiv? Naja, ja und nein. Also man kann sich bei negativer Kritik auf jeden Fall immer sicher sein, dass sie ehrlich ist. Denn sonst würde sich jemand irgendwie so, wenn er sich entschließt, irgendwie mit einem anzuecken, dann muss er schon auch irgendwie der Meinung sein. Das ist natürlich die Frage, ob jetzt jemand, der schlechte Kritik übt, das hauptsächlich tut, weil irgendwie seine Frau ihn verlassen hat oder irgendwie eine schlechte Verdauung an dem Tag hatte. Aber das kann man dann relativ schnell auch irgendwie erkennen, so wie der Frustrationsgrad bei dem ist, der einen kritisiert. Aber klar, da ist was dran, auf jeden Fall. Schlechte Kritik ist immer, oder negative Kritik bietet immer das Potenzial, auch irgendwie sich zu verbessern, wenn was dran ist. Und wenn nichts dran ist, kann man es ja wegschmeißen. Aber natürlich freut man sich auch, wenn Leute die Sachen feiern. Ich habe jetzt gerade von Maxine zum Beispiel, dem Songwriter, ein großes Lob bekommen und das hat mich wahnsinnig gefreut. So, das fand ich toll. Das glaube ich. Du hast ja gerade die Tour angesprochen. Was können denn die Fans oder die Besucher eurer Tour von euch auf der Bühne erwarten? Die können, ja, witzigerweise hatte ich heute auch schon mal die Frage, das kann man immer nur so langweilig beantworten.
Denn es geht tatsächlich irgendwie hauptsächlich um Musik. Wir spielen die, wir haben da eine tolle Band auf der Bühne. Ich darf, glaube ich, behaupten, dass wir eine Live-Band sind. So. Und da können sich die Leute natürlich darauf freuen. Und wir haben auf jeden Fall uns in den 3 Jahren einige Haare ausgerissen, um gute Texte zu schreiben und gute Sounds zu schrauben. Und ansonsten, ja, man kann sagen, es wird auf jeden Fall abwechslungsreich, sagen wir mal so. Also ich will jetzt mir diesen Unbegriff mal verkneifen, dass es irgendwie für jeden was dabei. Aber es ist auf jeden Fall stimmungsmäßig vieles abgedeckt. So, man kann Sachen kaputt hauen, man kann aber auch tanzen oder heulen oder sich freuen. Es ist auf jeden Fall alles ein bisschen vertreten. Okay, jetzt mal eher so eine Just-for-You-Frage. Welche große Platte der Musikgeschichte findest du ganz schlecht? Ich will das ja nicht an so einer Platte festmachen, aber witzigerweise habe ich bis heute noch nicht die Rolling Stones richtig gecheckt. Ich check's irgendwie nicht. Ich kenne diesen einen, diesen den habe ich irgendwie so, der erschloss ich mir irgendwie, aber ansonsten muss ich echt sagen, Ich auch glaube, wenn der ich. Song heißt Painted Black, wenn ich das jetzt Ja, ich glaube so. auch. Ich Den kenne fand ich nicht mich schlecht. Aber mit ansonsten. Stones auch überhaupt nicht aus, ist auch nicht meine Musik, aber irgendwie diesen Song habe ich jetzt doch gerade rausgehört. Der ist tatsächlich nicht schlecht, ja. Ja, und ansonsten muss ich echt sagen, den ganz großen Hype begreife ich nicht. Ich finde, dass das interessante und kantige Typen sind und dass dieser Mick Jagger einen wahnsinnig großen Mund hat und damit ganz abgefahrene Sachen macht und sich geil bewegt auf der Bühne. Also irgendwie wirklich ein außergewöhnlicher Frontmann ist. Aber ich habe es irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Ich habe früher auch Ziggy Stardust nicht verstanden oder auch lange Zeit die Beatles nicht, als ich noch jünger war. Aber das hat sich irgendwann über die Zeit, habe ich das immer alles irgendwann begriffen und meine eigenen kleinen Hits dann irgendwie gefunden. Aber bei den Stones finde ich sie irgendwie nicht. Okay, wenn das Konzert, wenn die Party vorbei ist, wie chillt ihr? Jeder für sich oder chillt ihr noch ein bisschen als Band oder rennst du dann am liebsten gleich zu deiner Tochter? Obwohl die ja wahrscheinlich nicht dabei ist auf Tour, nehme ich mal an. Oder ich ist gelegentlich auch tatsächlich dabei. Aber ja, da werde ich wahrscheinlich hinrennen. So. Und es kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn es der letzte Gig einer Tour ist, dann macht man auch mal ein bisschen länger danach. Aber ansonsten kann man nicht sagen, dass wir da ja, langweilig professionell sind. Diszipliniert. Bitte? Diszipliniert. Ja, sagen wir diszipliniert, das klingt Früh doch viel ins besser. Bett für die Stimme und okay, fast die letzte Frage. Du hast es schon angesprochen mit der Tour. Was gibt's demnächst noch für Pläne? Das Album kommt jetzt raus. Die Tour ist im Vorverkauf. Was habt ihr noch für Pläne? Ja, die Tour ist im Vorverkauf. Einmal, es gibt eine Österreich-Tour, die geht am 8. Dezember los. Dann gibt es eine Deutschland-Tour, lass mich nicht lügen, die geht Ende Januar los. Dann gibt es nochmal so eine kleine Zusatztour, die dann auch mal so durch den Osten in Deutschland uns führt, weil wir da länger auch nicht mehr waren. Das ist dann gleich Ende Februar. Und dann spielen wir noch ein paar Festivals und dann gucken wir erstmal, was passiert. Ansonsten parallel schreibt man natürlich weiter. Also eigentlich hört man das Schreiben eh nie auf. Insofern geht es immer weiter. Heißt, du arbeitest schon an einem neuen Album oder ihr? Genau. Sehr Ja. gut. Und auch wenn es nicht dein Thema ist, Social Media mäßig, wie erreicht man euch als Band? Facebook, Instagram, wo am besten? Da sind wir überall vertreten. Instagram, genauso wie Facebook. Natürlich sind wir als alte Säcke relativ spät auf Instagram gekommen und deswegen geht da jetzt noch nicht so viel, aber das liegt nicht, glaube ich, an uns. Wir versorgen das auf jeden Fall jetzt so seit, naja, wir haben jetzt 50 Beiträge, aber in letzter Zeit relativ regelmäßig. Und Versprochen. erreichbar unter Rakete oder Rakete Die Rakete. Music? Die Rakete. Mit D geschrieben. Jetzt weiß ich immer noch nicht warum.
Jugendsünde, keine Ahnung. Ich glaube, es fing damit an, dass irgendwie früher ein altes Mitglied, den gibt es auch schon gar nicht mehr in der Band, der kam immer rein und sagte, was geht ihr Raketen oder irgendwie so ein Scheiß. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie schien es uns dann wie eine gute Idee, als wir auf die Idee mit den Triebwerken kamen. Und ja, dann sind wir den Namen auch nicht mehr losgeworden. Alles klar, ich habe gerade einen Frosch im Hals, deswegen müssen wir jetzt Schluss machen. Die Rakete auf Facebook, auf Instagram. Genau. Es geht mir gut am 24.11. und ansonsten Ja, mal reinhören, Spotify. und YouTube, genau. Ich danke dir. Ich danke dir. Jetzt ist deine Tochter still. Ja, Gott, also fangen wir Gott. von vorne an. Ja. Nee, hat ja nicht gestört. Schönen Abend wünsche ich dir. Den wünsche ich dir auch. Mach's Danke. gut. Du, bis Ciao. bald. Tschüss.